Freestylemania Full Clip in Berlin im Lido bei der letzten Top Tier Takeover Freestylemania Show in dieser Form. Macht doch mal Lärm, wenn ihr Liebe für Battle Rap habt, Berlin! Kommen wir nun zum Finale. Zwei würdige Finalisten. Guckt euch bitte alle Runden davor an. Es war ein sehr, sehr geiles Turnier bis hierhin. Als erstes bitte einen riesen Applaus für Yua! Und ihm gegenüber steht Triple! Bevor ihr Schere, Stein, Papier macht und wir gucken, wer anfängt, das ganze Ding wird 5 Minuten gehen. Es geht für den Zweitplatzierten noch um eine Pure Rice Bag. Dankeschön an die Jungs, an das ganze Team. Und ein DevShop-Shirt ist auch noch dabei. Dankeschön an DevShop. Und der Sieger kriegt auch so eine Pure Rice Bag. Da ist aber ein bisschen mehr drin und auch noch ein Shirt. Ein 200-Euro DevShop-Einkaufsgutschein und noch 500 € Cash. Push die MCs, Berlin! Push die MCs! Schere, Stein, Papier. Okay, warte, bevor wir loslegen. Weißt du, was wir machen? Habt ihr das drauf, dass ihr switcht, dass ich euch ein Zeichen gebe? Vier Teile, dann switchen wir zu. Kriegt ihr das hin? Das ist jetzt Finale. Ja, okay. Okay? Lass mich 4 anfangen. Was sagst du? Ja. Pete, pass auf, ich habe mit dem MCs gerade was ausgemacht, das gab's noch nie. Weil es gab ja oft Wünsche nach 8 Takten und man kann sich immer nicht so entscheiden, 4 Takte oder 8 Takte. Wir haben uns darauf geeinigt, wir fangen mit 4 Takten an und nach der Hälfte des Battles switchen wir auf 8 Takte. Die MCs werden nochmal richtig gefordert. Wer fängt an von euch? Yua fängt an. 2,5 Minuten 4 Takte und dann 2,5 Minuten 8 Takte und wenn's geil ist, auch noch ein bisschen länger. Alle Hände gehen hoch für das letzte Finale in dieser Art und Weise bei Top Tier Takeover. Let's go! Lass die Hände oben, push die MCs. Push die MCs, lass sie es nicht vergessen. Ihr gebt Energie, die Energie kommt zurück. Yua, let's go! Yeah. Triple Beat, Bruder, du bist heute hart gefickt. Du heißt Triple Beat, weil du 3 Ziffern auf die Waage bringst. Ah, guck mal, du bist ein Kälper Mike. Was für Calvin Klein, wohl eher Calvin White. Ey, ich weiß, das bummst dich, du Freak. Was du rappst, das ist unkreativ. Ey, ich weiß, Digga, ich sag Penner G. Wenn ich auf die Waage stehe, steht da bitte nur ein LKW. Yeah, Digga. Ah, 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 ah. Du siehst aus wie Adipositas und Tourette-Syndrom. Und zwar in einer scheiß Dragon Ball Z-Fusion. Ah, ich bin der Beste am Mike. Du bist fettes Gammelfleisch, ich hab dich heftig zerteilt. Ich zerfetz den Versager. Was für Dragon Ball Z? Zieh meinen Schwanz aus, mach ne Denki-Dama. Ey, ich weiß, Digga, Dragon Ball Z, das ist scheiße, so wie deine Schwester im Bett. Ah, guck mal, Puppe, ich dich rechtlich rasier. Ich glaub, dein Schwanz, der hat sich einfach gerade wegteleportiert. Ah, so wie Son Goku nach jedem Kampf. Ich komm rein und mach diesen Typ hinzu, meiner Slut. Ey, dann hat die Bitch geschluckt. Dragon Ball Z ist wie deine Battles, hab ich nicht geguckt. Ey, denn ich kenn keins von denen. Und deswegen hast du bei mir am Mic ein Stehen. Ah, ich stehe am Mic auf Frischfleisch. Kein Dragon Ball Z, du hattest keine Kindheit. Tut mir leid, da, du hast dich gerade geoutet. Du bist Yamcha und sie droht gerade der Rausschmiss. Ey, was geht ab? Ich bin heute der Padawan. Scheiß auf Dragon Ball Z, ich bin aufgewachsen mit Avatar. Ey, ich weiß die Legende von Arm. Und deswegen werde ich easy deine Schwester besamen. Ah, yeah, guck mal, ich bin Robert De Niro. Du identifizierst dich oft mit Onkel Iro. Denn ich weiß, du siehst genauso aus, mach Randale. Du stinkst genauso wie seine Sandale. Ey, ich weiß, Digga, ich schlag die Hure raus. Noch so ein Spruch, du siehst wie Zuko aus. Dann hast du dieselbe Narbe am Auge. Und deswegen kannst du blasen jetzt, Traube. Ah, ich will hier nicht den Loser sehen. So wie Zuko, gebräunt und gut aussehen. Halt die Schnauze, Digga, und zwar nur am Auge. Ich weiß, dass dich doch heute noch dein Bauch killt. Ey, ich komme und ich bang seine Tochter. Legende von Arm, Legende von Korra. Ey, ich weiß, Digga, du bist nie am Chillen. Du bist scheiße, so wie dieser Kinofilm. Ah, guck mal, du weißt, ich hab dich heftig geklatscht. Ich kann Feuer bändigen, und zwar mit meinem Schwanz. Ah, guck mal, den nennt man auch den Drachen des Westens. Du willst die Cypher mit deinem Rachen verpesten. Ey, ich mach Dachnell Kachma heute klar.
Wasser. Sie wird feucht und denkt, ich bin Wasserbändiger. Ey, yo, was geht ab? Sie kommt gar nicht darauf klar. Und deswegen komm ich und besame deine Ma. Was für Kachba, du hast sie mies enttäuscht. Du wirst öfter Kachba genannt als Anis von Mois. Yeah, ich bin der beste Rapper und ich weiß, dass ich deine Enkel schwänger. Ey, ich hab Bock, diesen Rapper zu penetrieren, aber es ist schwer, mich zu kontrollieren. Ey, was für Anis gefickt. Und deswegen weißt du, du hast eine Klitoris. Du weißt, dass ich in Sachen Rap die Hoheit bin. Schwer zu kontrollieren, sieht man an Essgewohnheiten. Ja, ich weiß, dicker Burger King und McDonalds. Du wirst mir nicht entkommen, ich habe schon gewonnen. 8 Takte, dicker, kommst du darauf klar, mein Atze? Du weißt ganz genau, ich mache dich wie Plattenbratze. Und jetzt habe ich noch 2 Zeilen. Dich kann man nicht 4, dich kann man höchstens 2 teilen. Ey, nicht 2, sondern 8 Teilen. Und deswegen weiß ich, dir fehlen jetzt mal die Punchlines. 8 Zeilen, das kann nicht so schwer sein. Eine Frage, Leute, kennt ihr das Bergheim? Du kriegst ein Autogramm, wollt ihr ins Bergheim? Zieht euch genauso an. Ey, ich weiß, ich bring den Penner um. Er trägt schwarz zu seiner eigenen Beerdigung. Ah, guck mal, ich bin ziemlich sweet am Mike. Wenn ich nackt bin, pass ich in meinen Spiegel rein. Im Gegensatz zu dir, es gibt keinen Spiegel, der dich trägt. Ich komme wieder rein, du bist hier mies gerade zerlegt. Triple Beat, guck mal, du kängst nur mit Dorfdeppen. Dich kennt man nur durch die Zerfickung von 4-7. Digga, das ist deine Legacy. Ich habe die Energie, du wirst sie gerade echt besiegt. Echt besiegt, ey, du bist ein Wack MC. Im Gegensatz zu dir hab ich eine Legacy. Ey, ich weiß, du kriegst einen Arschweg. Mich kennt man nur von 4-7 und dich kennt man gar nicht. Ey, ich weiß nicht mal deinen Namen, you are man in black. Du bist eine Mischung aus Rap und eine Menge Crack in der Schwangerschaft. Du bist abgefuckt und deswegen weiß ich, ich hab deinen Arm gehabt. Du weißt genau, Mann, ich bin einfach zu dope. Ich bin nicht so lange dabei, aber schon 3-mal so dope. Mein Standing ist 3-mal so groß, halt deine Fresse, Dicker. Du hast höchstens hier grad Einfahrtverbot. Mit deinem Körper siehst du aus so wie ein LKW oder ein Transformers. Ich bin auf dem Vormarsch, kein Problem, sie fragen sich, was er als nächstes vorhat. Du weißt ganz genau, du passt nicht mal rein in die Ortschaft. Ey, ich weiß, Digga, das ist diese Schiene. Ich bin ein Transformer, weil ich bin eine Maschine. Ey, ich weiß, Digga, ich bin hier der Blender. Ich bin Transformer, er ist Transgender. Ey, ich komm und ich poppe mit Style. Transformer, ich bin heute Optimus Prime. Ey, ich weiß, Digga, ich hab eh gewonnen. Als wär ich Optimus Prime und du Megatron. Ah, jeder weiß genau, du bist ein Kackblender. Ich bin you are der Transgender. Ah, Digga, das ist das Interview. Ich komme rein, aber kein Problem, die Bitch gibt Gruß. Ah, du weißt ganz genau, Digga, du bist ne Maschine. Ah, guck mal, Digga, ich kille auch 10 Rapper. Du nennst dich selber Maschine, weil du viel frisst. Weißt du, was das heißt? Maschine wie ein Mähdrescher. Ey, Maschinen, kein Charakter. Trotzdem bin ich hier und fick den Motherfucker. Ey, ich komme und zerfetz den MC. Maschine, dein bester Freund, ChatGPT. Yay, von ihm lässt du dir alles schreiben. Alle deine Texte, alle deine Reime, alle deine Flows, die du jetzt immer switcht. Fazit von dem Ganzen, you are is ne Bitch. Das, was ich mit dir mache, gleicht einer Nassrasur. Kein ChatGPT, deine Finger zu dick für Tastatur. Yeah, du kannst es nicht benutzen. Dicker, ich werde im Battle heute dich beschmutzen. Ah, guck mal, du bist dich danach schon am Ritzen. Ich fang an zu rappen, er fängt gerade an zu schwitzen. Ich weiß, das ist schwer für dich, Leistungssport. Ich begeh live an Mord und zwar immer noch am gleichen Ort. Ey, ich weiß, Digga, du hast kein Gehirn. Die Pussy, deine Freundin, feuchter als meine Stirn. Ey, die macht einen Wasserfall. Das ist der Grund, warum ich diesen Kachba knall. Was laberst du, die Finger zu fett für Tastatur? Deine Schick gibt mir eine Schwanzmassur. Du hast jetzt kein Abitur und deswegen weiß ich, du kriegst heute Abrasur. Abrasur, ich chill mit Tantra-Huren. Kein Problem, Dicker, guck, ich hab ne krasse Uhr. Aber nicht dabei, Dicker, du weißt, ich hab dich grad gebankt. Du hast auch ne Uhr, doch sie passt nicht um dein Handgelenk. Tut mir leid, Dicker, du weißt, du bist unbeweglich. Guck mal, Dicker, ich weiß, du hast einen Fußfetisch. Okay, kein Problem, was Battle, das ist fast vorbei. Ich komm rein und schicke diesen Bastard in die Ballerei. Ey, du bist eine Missgeburt. Du bräuchtest eine Kinderuhr, weil deine Arme halt so dünn sind, du Lappen. Deswegen komm ich jetzt mal rein, fick dich mit 50 Kanacken. Ey, was geht da jetzt ab? Seit 2 Jahren am Trainieren. Trotzdem werde ich dich jetzt easy penetrieren. Im Armdrücken, Wrestling oder auch in Hip-Hop. Du bist top, ihr Takeover, ich bin Rap am Mittwoch. Wow, stark, Jungs. Sehr, sehr geil.
dass ihr das auch spontan hinbekommen habt mit dem Switch dann von 4 auf 8 Takte. Sehr, sehr nices Ding. Böse Punchlines sind geflogen, verschiedene Flows wurden ausgepackt. Ihr müsst das entscheiden. Ihr kürt den letzten, ja, vorerst letzten Sieger solch einer Freestyle-Show. Denkt nochmal nach. Fast sieben Minuten, lange Battlezeit. Ihr entscheidet das. Denkt dran. Zweitplatzierter, Pure Respect plus DevShop Shirt. Erstplatzierter, Pure Respect mit DevShop Shirt. 200 Euro DevShop Gutschein und 500 Euro Cash. Berlin, wenn ihr dafür seid, dass Jua der Sieger der heutigen Freestyle Mania ist, dann bitte einmal die Hände. Wenn ihr sagt, dass Triple der Sieger der heutigen Freestyle Mania ist, dann bitte einmal die Hände. Herzlichen Glückwunsch und einen riesen Applaus für den letzten Sieger der Freestyle Mania, Triple! Vielen, vielen Dank. Aber bitte, auch einen riesigen Applaus, ein unfassbar talentierter MC, sehr, sehr geile Leistung abgeliefert und er wird seinen Weg gehen. Macht mal Lärm auch für Jua! Ich würde die ersten Worte, Foto machen wir. Ich würde erstmal dem Zweitplatzierten die ersten Worte sprechen lassen. Fotograf. Amen, Akolm, ich wollte das Geld haben. Ey, danke für den schönen Abend, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen noch schöneren Abend ab jetzt. Und Respekt an Triple, krasse Leistung. Triple. Ey, dasselbe kann ich nur zurückgeben. Respekt an Jua, Respekt an jeden, der heute dabei war. War wirklich eine geile Show, geile Crowd. Und ey, ich weiß, es ist angekündigt als die letzte Show und so, aber ich bin mir sicher, in irgendeiner Form wird es das, was wir jetzt haben, noch weitergeben. Und dafür sind wir als MCs, aber auch ihr als Crowd natürlich mitverantwortlich. Deswegen vielen lieben Dank, dass ihr euch uns so durch den Arm getan habt. Vielen Dank für die Energie. Ich denke, ich spreche für alle MCs heute, wenn ich sage, wir haben unser Bestes gegeben, um euch eine Show zu bieten. Und ich hoffe, ihr habt einen Abend und habt noch niceren Abend gleich. Danke für alles. Danke euch. Bitteschön. Tizzy, walte bitte deines Amtes. Wir brauchen das Siegerfoto-Täfelchen mit dem... Ach nee, brauchen wir gar nicht, oder? Nee. Nein, alles gut. Alles gut. Ja, wir sind auch in der Zeit geblieben, oder? Tizzy, der Zeit... Ne? Nein. Nee? Haben wir überzogen? Haben wir überzogen, oder was? Ja. Aber war doch schön, oder? Sehr, sehr schönes Ding. Dankeschön, dass ihr alle am Start wart. Danke an alle MCs. Wir haben es ja bereits gesagt, es ist die vorerst letzte Show. Ich hätte es nie gedacht, ne? Ich sag euch ehrlich, damals, natürlich, irgendwann ist viel Quatsch mit dem Mann passiert, aber ich danke Ben Salomo, dass er mir die Chance gegeben hat damals. 2016. Das erste Mal Rap am Mittwoch zu moderieren. Und dann hat Tierstar mir auch das Vertrauen geschenkt, das weiter mit Top Tier Takeover zu machen. Ich habe mal vorhin so ein bisschen nachgeguckt. Mit Rap am Mittwoch, Top Tier Takeover, Rap in Berlin und Frauenfeld. Es ist heute meine 58. Show als Moderator dieser Show. Dankeschön für das Vertrauen. Dankeschön. Und ich weiß nicht, wohin die Reise geht von Top Tier Takeover, Top Tier Germany. Was passiert, ob es nochmal Shows geben wird, ob es die kleiner geben wird oder in einer anderen Form. Ich habe vorhin Tierstar angerufen, ich habe es Tierstar schon vorher gesagt, weil er heute nicht da ist. Für mich war es die letzte Show, definitiv, bei Top Tier Takeover, bei Top Tier Germany. Ich danke euch, ich werde auch meinen Weg gehen, ich werde andere Sachen machen. Ich sehe mich auch nicht mehr in der Position, nochmal das ganze Ding irgendwie anzuschmeißen und in eine andere Richtung zu bringen. Das muss ich auch so ehrlich sagen. Es war mir eine wunderschöne Zeit mit euch, mit allen MCs, mit allen Teammembern, die nicht mehr dabei sind. Egal, was passiert ist. Ich danke euch. Danke für eure Energie, für Hip-Hop und für Battle Rap. Gebt mir alle mal ein Rapper Mittwoch. Rapper Mittwoch. Top Tier Takeover. Top Tier Takeover. Macht doch einmal Lärm für diese ganze Scheiße hier. Wir sind Live MCs, kein
keine Special Effects nötig, nur Mics und Beats. Live MCs, wir sind Live MCs. Heb die Hände hoch, wenn du den Scheiß hier liebst. Ey yo, was geht? Wir sind hier bei Top Tier Takeover und hatten ein sehr, sehr starkes Finale zwischen Jua und Triple. Jetzt, also ihr habt wirklich den Saal abgefackelt, habt ein richtig geiles Finale hingelegt. Jetzt habe ich gerade schon privat von dir gehört, dass du gar nicht so zufrieden bist. Woran liegt das? Ist generell so ein Symptom bei mir. Ich habe oft im Finale, lasse ich stark nach mit der Performance. Meine Energiespeicher sind nicht so groß. Ich hab schon das Gefühl gehabt, das hätte ich besser machen können, auf jeden Fall. Hätte würdiger sein können als Abschlussfinale, aber war jetzt nicht scheiße. Mhm. So. Bist du zufrieden mit deiner Performance im Finale? Ich muss sagen, im Großen und Ganzen eigentlich ja. Es gab zwar durchaus Durststrecken, aber ich finde, also klar, du bist da wahrscheinlich noch mal ein Ticken selbstkritischer, als ich es vielleicht bin, aber ich finde so die Sachen, wo es dann nicht so gezündet hat, lag jetzt vor allem daran, dass wir irgendwie sehr in so eine Dragon Ball Z, auf einmal Avatar-Nische gegangen sind. Und ich bin eigentlich auch froh, dass wir zwischendurch, wo es so von 4 auf 8 Takte geswitcht ist, irgendwie uns da rausbewegt haben aus der Spirale. Weil man kennt so oft, wenn die Rapper anfangen, irgendwie so Schach- oder Pokémon-Bars zu machen, dass man da so gar nicht rauskommt aus dem Strudel. Und ich finde, wir haben im richtigen Moment gesagt und uns so unverbindlich drauf geeinigt, kommen wir rappen jetzt über ein anderes Thema. Wer hat damit eigentlich angefangen? Das ging ja wirklich bei den 4 Takte, glaube ich, hin und her, ne? Aber mit Dragon, ich weiß nicht. Dragon Ball, Avatar, du. Ja, genau, weil das Ding ist, irgendwann, ich habe halt wirklich sehr, sehr wenig Dragon Ball Z geguckt, so, nichts gegen die Serie, aber da habe ich gemerkt, ich kann jetzt einfach nichts sagen, deswegen, weil schauen, wer Avatar kennt, so, und ja. Jetzt habt ihr beide von Anfang an schon richtig stark losgelegt, du schon in der Cypher, du dann in der ersten Runde direkt Feuer drin gehabt. Ist das so ein Ding, dass man dann merkt, ey, heute ist mein Tag bei so Freestylern? Ja, ich fange oft stark an und dann geht es so ein bisschen runter, manchmal. Findest du, es war heute so? Wie gesagt, schon, es war jetzt nicht schwach oder so, ich will mich jetzt auch nicht so übertrieben ficken, aber es war halt jetzt nicht, das war nicht meine beste Runde. Und bei dir, merkst du das schon sehr früh, wenn du heute im Modus bist? Ich muss sagen, tatsächlich nicht, weil es gibt sowas wie eine Tagesform, aber ich finde, es ist nochmal von Battle zu Battle unterschiedlich. Du kannst in 2, 3 Runden richtig, richtig krass sein und dann auf einmal, obwohl du irgendwie gefühlt eine krasse Tagesform hast, in der Situation einfach nicht mehr so die nicen Punches haben. Das ist halt wirklich sehr situationsabhängig. Und natürlich bei einem Turnier, wo dann 16 Leute mitmachen, ist ja für uns beide relativ ungewohnt, ist ja normal, dass die Energiereserven irgendwann gegen Spätabend dann ein bisschen runterfallen. Ja, dafür habt ihr aber, denke ich mal, solide abgeliefert, auch im Finale. Jetzt war das auch bei euch schon so, dass es ein Hin und Her war und man nicht wirklich entscheiden konnte oder zumindest aus der Crowd nicht gesehen hat, wer das Ding holt. Hattet ihr da so ein Gefühl? Hast du erahnt, dass Triple das holt? Oder ab welchem Punkt war es so? Ich fand ihn leicht vorn, aber es war wirklich, hätte an beide gehen können. Bis zur letzten Line von Triple, die hat alles zerfickt. Das war wirklich allein, das ist halt sowas, das kannst du halt nicht oft machen, einfach der ganze Kontext hat ja gepasst. Der Rahmen, die letzte Show, das so. Die allerletzte Line, die es bei sozusagen gab in so einem offiziellen Rahmen. Also das ist, da wusste ich, okay, als ich die gehört habe, war so, da war ich auch echt, da meinte ich auch zu ihm so, du kleiner Bastard. Also nicht böse gemeint, aber so, da dachte ich mir so, fuck, Digga, du Fuchs. Ja. Hast du das geahnt? Hast du es kommen sehen, dass du es holst? Ey, Ab welchem Punkt war es so? Nee, tatsächlich in dem Battle nicht. Ich finde, in den Battles davor, auch wenn ich meine Gegner auch stark fand, hatte ich schon so ein Gefühl, okay, ich hole das Ding. Aber ich habe auch nach der letzten Line so immer noch das Gefühl gehabt, okay, das kann auch an dich gehen. Es ging auch relativ viele Hände auch an dich hoch. So. Deswegen, ich fand das jetzt nicht so offensichtlich eigentlich, wer das Ding holt. Jetzt seid ihr beide Top-Favoriten des Turniers gewesen und seid auch beide Gesichter von der Plattform. Wird man euch wiedersehen? In welcher Form wird man euch wiedersehen bei Top Tier? Es kommt drauf an, also wir wissen es ja selber nicht, was Top Tier macht, wie es weitergeht, ob es Top Tier noch weitergeht in Sachen Freestyle, aber wenn, dann ja. Einfach Freestyle ist mein Ding und auch wenn ich jetzt mehr Musik mache, werde ich immer Freestyle, glaube ich. Und ja. Sehr geil, also vielleicht nochmal eine Cypher ein bisschen. Geil. Und bei dir, wie sieht das bei dir aus? Ey, wie du eigentlich gesagt hast, es kommt ja ganz drauf an, in welcher Form das jetzt weitergehen wird. Ich würde mal so sagen, wenn es jetzt ausschließlich Written Battles geben wird, kann es gut sein, dass ich da zwar vertreten sein werde, aber nicht so aktiv jetzt. Wenn es irgendwann wieder Freestyles gibt, bin ich immer sehr gern am Start, auch gern bei Außenterminen. Vielleicht in der Cypher auch wieder? Ja, safe, 100%. Also dafür bin ich immer gerne am Start. Dafür bin ich der
Plattform einfach für zu vieles dankbar und dafür mag ich die Leute einfach auch zu sehr. Sehr geil. Ich denke, das waren sehr schöne Abschlussworte. Damit sind wir raus. Top-Tier-Takeover, die letzte Freestyle-Mania. Danke für alles. Wir sind raus. Passt auf euch auf.